Willkommen zu meinem Special Folge deinem Herzen, wenn der Mondknoten im Löwen steht und was das für alle Sternzeichen bedeutet. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen. Ja, worum geht es bei dieser Konstellation? Die ist sehr wichtig. Wir haben nämlich jetzt für anderthalb Jahre dann mit dem Mondknoten im Löwen zu tun und der wechselt in den Löwen nur alle 18 Jahre. Das ist also schon ein großer Zeitzyklus. Bevor wir in die Deutung einsteigen, noch kurz was zur Himmelsmechanik der Mondknoten. Das ist also ein Phänomen, was auch in der Astrophysik und von den Astronomen genauso auch bezeichnet und beschrieben wird. Und das entsteht aus dem Zusammenspiel der Erdbahn um die Sonne und der Mondbahn um die Erde. Und das ist hier schematisch sehr schön dargestellt. Hier hinten in der Ferne ist die Sonne. Hier ist die Bahn, auf der wir mit unserer Erde um die Sonne herum uns bewegen. Und das ist die Mondbahn um die Erde. Und immer dann, wenn die Mondbahn die Erdbahn kreuzt, dann entsteht ein Knotenpunkt. Und das sind eben diese beiden Knotenpunkte, aufsteigender und absteigender Mondknoten. Ja, warum jetzt aufsteigend und absteigend? Das hat etwas mit der Ebene der Ekliptik zu tun. Das kann man auf diesem Bild nochmal ganz gut nachvollziehen. Habe ich auch im Internet gefunden. Also hier sehen wir nochmal die Erde, hier schematisch dargestellt, wie sie sich hier auf ihrer Bahn um die Sonne bewegt. Und die Mondbahn, die ist gegenüber der Ekliptikbahn, also der Erdbahn um die Sonne, etwas geneigt. Ja, das sieht man hier ganz gut dargestellt. Und wenn jetzt der Mond bei dieser geneigten Bahn sozusagen unter die Ekliptik abtaucht, dann ist es der südliche oder der absteigende Mondknoten. Kommt er von unter der Ekliptikebene wieder hervor und taucht sozusagen auf und geht in den Norden hoch, dann haben wir den aufsteigenden Mondknoten. In der indischen Astrologie nennt man die Mondknoten auch Drachenkopf und Drachenschwanz, Rahu und Ketu. Und da haben sie auch nochmal eine etwas andere Bedeutung, aber ich gehe natürlich jetzt hier auf unsere westliche Astrologie und die Bedeutung, wie wir westlichen Astrologen das sehen, ein. Genau, wie gesagt, der zeitliche Rahmen circa 18 Jahre und jetzt dann pro Zeichen etwa anderthalb Jahre. Das heißt, der Mondknoten geht jetzt in den Löwen am 9. Mai und bleibt dann dort für anderthalb Jahre drin. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Mondknoten so ausgesprochen wichtig sind. Und zwar sowohl in der Astrologie als auch in der Astronomie. Und das ist deswegen, weil sie jeweils Sonnen- oder Mondfinsternis anzeigen. Eine Sonnen- oder Mondfinsternis entsteht ja immer dann, wenn die Sonne, die Erde und der Mond in einer Reihe sind. Also wenn von hier die Sonne scheint und hier die Erde ist und hier der Mond steht, dann verschwindet der Mond im Schatten der Erde. Dann haben wir eine Mondfinsternis. Das passiert zu Vollmond. Und eine Sonnenfinsternis, da steht die Erde mit dem Mond und der Sonne in Konjunktion. Und der Mond verdeckt sozusagen, wenn die Sonne hier hinten scheint, verdeckt der Mond für kurze Zeit und für bestimmte Teile der Erde die Sonne. Dann haben wir eine Sonnenfinsternis. Und das kann eben immer nur dann passieren, wenn sich der Mond an einem dieser Schnittpunkte befindet, entweder am südlichen oder am nördlichen Mondknoten. Die Bedeutung des Mondknotens ist sehr vielschichtig. In der klassischen Astrologie gilt er vor allem als Verbindungsfaktor, das habe ich auch schon oft erwähnt in meinen Horoskopen, Verbindung mit wichtigen Leuten. Wenn der Mondknoten einen prominenten Punkt im Horoskop transitiert, also da drüber läuft, über einen Planeten oder vor allem auch über eine Hauptachse, sprich Aszendent, Deszendent oder IC oder MC im Horoskop, dann sind das oft Zeiten, wo wichtige Menschen in unser Leben treten. Nicht nur ein Seelenpartner, das ist dann auch eine erhöhte Chance, aber es kann auch jemand sein, der einfach eine Aufgabe hat in unserem Leben, uns auf unserem Seelenweg voranzubringen. Und das können sogar unangenehme Menschen sein. Es können sogar Menschen sein, die uns vor große Herausforderungen stellen, die uns Prüfungssituationen aussetzen oder wo wir uns wirklich fragen, was das denn jetzt soll, aber im Nachhinein dann eben auch erkennen, ja, ohne diese Begegnung hätte ich mich nicht in diese Richtung entwickelt, die für meinen Seelenweg genau die richtige war. Also das ist eine ganz wichtige Deutungsebene des Mondknotens und betrifft dann vor allem den nördlichen, den aufsteigenden Mondknoten. Und um den geht es ja jetzt auch, weil der ins Zeichen Löwe wechselt. Dann gibt es aber auch noch die sogenannte karmische Astrologie. Da wird der Mondknoten karmisch gedeutet. Das heißt, da schaut man sich die ganze Mondknotenachse an und betrachtet also den südlichen absteigenden Mondknoten und den nördlichen
Und wenn wir dann den nördlichen Mondknoten, das ist jetzt der Löwe, haben, dann wäre der genau gegenüberliegende südliche Mondknoten im Wassermann. Und karmisch würde das bedeuten, dass wir die Eigenschaften und Fähigkeiten des Zeichens Wassermann schon mitbringen in diese Inkarnation, dass wir damit in unserem vorigen Leben also schon zu tun hatten, dass wir das schon kennen und dass uns das vertraut ist, dass wir uns aber jetzt in Richtung Löwe entwickeln sollen in diesem Leben. Das könnte also zum Beispiel bedeuten, dass jemand vielleicht in seinem vorherigen Leben ein Wissenschaftler war oder auch jemand, der ganz streng intellektuell die Sachen betrachtet hat, Wassermann eben, ne? Da geht es ja ums Wissen, es geht darum, dass man etwas schon weiß, dass man etwas intellektuell erfasst. Es geht auch um gesellschaftliche Strukturen und Gruppen. Und jetzt soll der Mensch lernen, sich als mehr als Individuum wahrzunehmen, ja, mehr auf das eigene Herz zu hören, mehr seine eigene Meinung kundzutun, sich mehr unabhängig von der Meinung der Gruppe zu machen, sondern für sich selbst einzutreten und eben nicht nur wissenschaftlich zu denken, sondern wirklich auch das Wissen des Herzens mit einzubringen. Das ist jetzt die Botschaft auch des Mondknotens im Löwen, deshalb folge deinem Herzen, weil der Löwe wird ja mit dem Herzen assoziiert. Und die Idee dahinter ist eben zu sagen, wir müssen das balancieren, das Wissenschaftliche aus dem Wassermann oder auch die gesellschaftlichen Tendenzen, die wir im Wassermann erkannt haben. Wir sollen jetzt aber mehr unserem Herzen folgen und uns als Individuen einbringen. Das wäre auch so ein bisschen, wie wir das aus der karmischen Deutung kennen, ja? Und das Interessante ist eben, die Idee dahinter ist, das, was am südlichen Mondknoten ist, das Zeichen, das wäre jetzt in dem Fall Wassermann, das ist etwas, was uns irgendwie schon vertraut ist, was wir kennen und wo wir auch wieder hinstreben, weil es uns eben vertraut ist, während das Zeichen des nördlichen Mondknotens etwas ist, wo wir uns erst hin entwickeln müssen und wo wir gewisse Kräfte für brauchen, auch um uns da durchzusetzen. Na, also hier geht es jetzt wirklich darum zu sagen, wir sollen unserem Herzen folgen, mehr als uns auf die Wissenschaft zu verlassen. Ja, dann gibt es noch eine wichtige Besonderheit beim Mondknoten, der läuft nämlich rückwärts durch den Tierkreis. Und das bedeutet in dem Fall im Uhrzeigersinn. Ich zeige euch das gleich noch in dem Horoskop. Ne? Die Planeten laufen alle gegen den Uhrzeigersinn, nur der Mondknoten läuft im Uhrzeigersinn. Das heißt, er läuft auch rückwärts durch die Zeichen. Die letzten anderthalb Jahre ist der Mondknoten durch das Zeichen Jungfrau gelaufen. Und tatsächlich konnte man eine sehr stark ansteigende Tendenz beobachten, dass Jungfrau-Themen unglaublich wichtig wurden. Also die Umwelt, das Umweltbewusstsein ist stark gestiegen. Wir haben ja alle mitgekriegt, ne, die Einführung der Elektroautos in Deutschland, die Abschaffung der Plastiktüten, ein steigendes Gesundheitsbewusstsein, immer mehr Leute ernähren sich vegan. Im Läden findet ihr plötzlich problemlos vegetarische und vegane Gerichte. Das war vor 2 Jahren überhaupt noch nicht der Fall. Die sind also wie aus dem Nichts aufgetaucht. Also ich meine jetzt so im normalen Supermarkt, ne? Yoga, all diese Dinge haben also ein sehr großes Gewicht bekommen. In Amerika hat nach langen Mühen Obama endlich Obamacare an den Start gebracht. Das ist ein Gesundheitsthema, ne? Jungfrau ist ja auch Gesundheit, Gesundheitsbewusstsein. Also diese ganzen Themen, die waren in den letzten anderthalb Jahren sehr stark betont. Tja, und jetzt geht ja der Mondknoten in den Löwen. Von der umsichtigen und auch ressourcenbewussten, besonnenen Jungfrau in das Egozeichen Löwe. Ich finde dieses Bild halt schon sehr schön, sehr repräsentativ dafür. Und das ist natürlich einerseits eine super Botschaft, folge deinem Herzen, klar, das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Aber etwas Sorgen mache ich mir schon, dass jetzt unsere gewonnenen Umwelterkenntnisse darunter leiden könnten. Und ich finde halt sehr, sehr typisch für diesen Wechsel der Energien ist tatsächlich eben die neue Leadership von Präsident Trump, der übrigens auch eine sehr starke Löwe-Betonung hat im Horoskop. Der hat den Mars im Löwen und Aszendent im Löwen. Und der donnert jetzt also los, schafft Obamacare wieder ab und erklärt, der Klimawandel ist eine Erfindung und das stimmt alles nicht und we are going to make America great again. Das ist ein typischer Löwe-Spruch. Also das heißt, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Es geht jetzt wirklich, es geht ja nicht darum, dass wir ins Ego zurückfallen, sondern dass wir unserem Herzen folgen. Und das beobachte ich schon mit leichter Sorge jetzt mit dem Übergang vom Mondknoten von der Jungfrau in den Löwen.
Aber für uns privat ist das sicherlich auch eine sehr positive Konstellation. Genau. Also, die Botschaft des Löwen, folge deinem Herzen. Im Zeichen Löwe ist ja auch der Glamour zu Hause, also Auftritte, die Bühne, Schauspieler, Events, Theater, alle diese Dinge, die damit zu tun haben, dass man sich vor einem Publikum selbst verwirklicht und die für viel Entertainment sorgen. Also die Löwen sind ja auch die Entertainer des Tierkreises. Sie sind sehr mitreißend und wenn es gut läuft, sind es auch Führungspersönlichkeiten mit einem großen, warmen Herzen. Das heißt also, es wird jetzt auch neue Leadership begünstigt, also Führungspersönlichkeiten. Im weniger guten Fall sind das so Typen wie Trump, die halt irgendwie laut rumpoltern und donnern und sagen, hier geht's lang und auch so diese Autorität jetzt wieder betonen. Im besten Falle bekommen wir eben auch Leadership von Menschen, die so einen gewissen Heldenmut verkörpern. Ja, weil Löwe ist auch das Zeichen des Helden. Und eine schöne, positive Heldenenergie könnten wir jetzt auch gut brauchen. Natürlich möglichst von Leuten, die sich auch für die richtigen Sachen einsetzen. Ja, dann ist eben wichtig das Individuum. Also wir kommen jetzt aus dem Wassermann, also der südliche Mondknoten geht in den Wassermann. Das heißt, da sind eben die politischen Gruppierungen oder auch natürlich die Idee des Humanismus, so der Gesamtmenschheit und was ist gut für die Gesellschaft. Aber hier geht es jetzt wirklich darum, das als Individuum auszudrücken und für etwas einzustehen und sich nicht hinter wissenschaftlichen Theorien zu verstecken, sondern wirklich löwemäßig nach vorne zu treten und sagen, ich bin der Meinung, dass, ne, also in der Politik eben auch, dass man nicht einfach die Füße hochlegt und nur nachdenkt, sondern dass man sich vielleicht wirklich irgendwo einbringt. Das wäre eben die Aufforderung des Löwen, ne? So, und ich bin eben sehr gespannt, wie das sich jetzt auf der politischen und auf der weltwirtschaftlichen Ebene äußern wird. Man merkt eben schon so ein bisschen, die Löwe-Energie sagt halt auch, ach, die ganzen Umweltschützer sind alles Spaßbremsen, wir wollen jetzt wieder Spaß haben. Aber ich finde es eben sehr wichtig, dass wir es schaffen, uns vom Herzen her so einzusetzen, dass trotzdem die gewonnenen wichtigen Erkenntnisse, die wir in den letzten beiden Jahren gesammelt haben, dabei nicht verloren gehen. Und außerdem kann man ja schließlich auch Held sein und trotzdem die Umwelt schützen. Genau, also da denke ich zum Beispiel an so Helden. Vielleicht werden ja auch die Leute von Greenpeace jetzt wieder ein bisschen größer rauskommen, weil die sind ja eigentlich solche heldenhaften Aktivisten. Sowas in der Art würde jetzt dann auch wieder zum Mondknoten im Löwen passen. Genau. Die Bedeutung der Achse Löwe-Wassermann, da ist auch noch mal ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass es eben nicht nur der nördliche Mondknoten im Löwen ist, sondern dass da auch gegenüber der südliche Mondknoten im Wassermann steht. Das heißt, es geht natürlich irgendwo auch darum, diese Pole zu balancieren. Also nicht die ganzen Erkenntnisse aus dem Wassermann jetzt völlig hinter uns zurücklassen, aber eben gucken, dass man auch sein Herz mit einbringt, so wie ich es schon gesagt habe. Also Entscheidungen nicht nur auf der Basis der Wissenschaft und der Statistik treffen oder eben des Intellekts, der sagt, ja, ich weiß das doch alles, sondern wirklich auch da reinfühlen und mitbekommen, wie das Herz sich dabei fühlt, um eine Entscheidung zu treffen, in der beide Pole sozusagen ihre Beachtung finden. Ne? Genau. Ja, so viel also zur allgemeinen Bedeutung der Achse Löwe-Wassermann, in die die Mondknoten jetzt eintreten. Gleich gehe ich auf die einzelnen Sternzeichen ein und wir schauen uns an, wie jetzt für jedes Sternzeichen in den Sonnenhäusern die Mondknoten platziert werden. Das ist also schon sehr interessant. Wenn ihr aber wissen wollt, wie das für euch im individuellen Horoskop aussieht, also wo euer persönlicher Mondknoten steht und auch in welchen Häusern, dann wäre das natürlich eine gute Idee, da mal eine Beratung zu buchen, damit wir uns das angucken können. Denn wenn der Mondknoten das Zeichen wechselt, dann ändert sich die Energie sehr stark. Und dann ist es eben auch wichtig zu wissen, wo das stattfindet. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie die Mondknotenachse bei den einzelnen Sternzeichen jeweils die Position wechselt und durch welche Sonnenhäuser sie jetzt laufen wird. Und als Beispielhoroskop dafür habe ich mir die Sonnenfinsternis vom 21.08.2017 ausgesucht, denn da haben wir die erste richtig heftige Sonnenfinsternis, die eben in Konjunktion mit dem Mondknoten im Löwen stattfindet, auch im Zeichen Löwe.
Und das sieht man hier auch, Sonne, Mond stehen in Konjunktion mit dem Mondknoten und noch der Mars dabei. Das wird eine sehr kraftvolle Sonnenfinsternis werden. Da gehe ich dann aber natürlich auch nochmal in den einzelnen Sternzeichenhoroskopen dann drauf ein, welche Geburtstagskinder davon auch betroffen sind. Aber hier soll es ja jetzt darum gehen, wie sich die Energie für die Sternzeichen in den nächsten anderthalb Jahren entwickelt. Und wir fangen mit dem Widder an. Der Widder hat die Mondknotenachse jetzt auf den Häusern 5, da steht der nördliche Mondknoten im Löwen und 11. Das ist die Achse für individuelle Lebensfreude, Sexualität und Kreativität und auf der anderen Seite Gesellschaft und Freundschaften und Gruppenbewusstsein. Also für euch trifft das besonders zu, was ich eben schon erwähnt habe, weil das für euch in den Sonnenhäusern auch genauso steht. Also für euch geht es darum, auch eine Balance zu finden zwischen den allgemeinen Erkenntnissen, dem, was die Gesellschaft von euch will und dem, was ihr individuell in eurem Leben ausdrücken möchtet. Und weil der Mondknoten jetzt nun mal ins fünfte Haus der Lebensfreude fällt, sollt ihr Lebensfreude ausdrücken. Ihr sollt andere mitreißen, ihr sollt euch verwirklichen, ihr sollt eine Bühne finden, auf der ihr euch einbringen könnt. Hobbys, falls ihr da das vielleicht in letzter Zeit schleifen lassen habt, geht wieder mehr euren Hobbys nach oder schaut eben, was macht euch kreativ und glücklich. Es ist auch eine sehr schöne Konstellation für die Sexualität. Die kann nämlich inniger und schöner werden, denn ihr öffnet ja jetzt dabei euer Herz. Im Löwen geht es ja darum, das Herz zu öffnen. Und weil das hier in den Bereich Sexualität geht, findet ihr vielleicht vermehrt die Möglichkeit, mit vollem Herzen dabei zu sein. Außerdem ist das fünfte Haus auch das Haus der Kinder. Also diejenigen von euch, die vielleicht einen Kinderwunsch verspüren, da wird dieses Thema jetzt wichtig, da geht jetzt Energie rein. Und vielleicht bekommt ihr dann in den nächsten anderthalb Jahren Nachwuchs. Und diejenigen, die schon Kinder haben, verändern vielleicht ihre Perspektive in Bezug auf die eigenen Kinder, erkennen vielleicht, dass sie nicht genug Zeit mit den Kindern verbracht haben und haben jetzt wieder mehr Spaß oder geben bewusst mehr Zeit da rein und lassen sich auch von ihren eigenen Kindern inspirieren. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Konstellation für euch. Weiter geht's mit den Stiergeborenen und Stieraszendenten. Für sie fällt der Mondknoten, die Mondknotenachse jetzt in das Haus 4 und demgegenüber der absteigende Mondknoten ins Haus 10. Das bedeutet, es geht um eure Wohnsituation, eure Familie und dieses in Balance mit dem Business zu bringen. Und da habe ich ein schönes Beispiel, eine mir nahestehende Stierfrau. Die hat jetzt erstens mit ihrem Mann zusammen ein neues Haus gekauft und die ganze Familie wird umziehen. Und zweitens hat sie nach langem Suchen jetzt Geschäftsräume für ihr neues Business gefunden und geht da völlig drin auf, die einzurichten, das Geschäft zu eröffnen und gibt da auch sehr viel Energie rein. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie diese Mondknotenenergie sich bei den Stieren entwickelt. Also es geht darum, eure Heimsituation, eure Familiensituation mit euren Business-Ideen in Einklang zu bringen. Und weil ja nun die Betonung ins Haus der Familie geht, denke ich, dass es auch eine gute Idee für die Stiere ist, die Familie ordentlich mit einzuspannen und wirklich zu gucken, wie euch das Familienteam auch unterstützen kann. Und wir machen weiter mit den Zwillingen. Für die Zwillinge fällt die Mondknotenachse jetzt in die Häuser 3, der nördliche Mondknoten im dritten Haus, der südliche steht im neunten Haus. Das ist eigentlich perfekt, denn das ist die Wissensachse. Und Zwillinge haben es ja sowieso mit Wissen und Informationen, die lieben das. Und das ist jetzt nochmal ganz besonders betont. Für euch geht es darum, habt ihr das Wissen, die Informationen, die ihr braucht, um eurem Herzen zu folgen und eure Herzenswünsche zu verwirklichen? Ne? Eventuell geht es auch darum, wenn ihr auf Reisen seid, die dort gewonnenen Erkenntnisse auch wirklich einzubringen und zu nutzen. Also lasst die nicht einfach so verfallen und verfliegen, sondern schaut, was ihr für Eindrücke sammelt und wie ihr damit eure Herzenswünsche speisen könnt. Genau. Und weiter geht es mit den Krebsen. Für die Krebsgeborenen fällt die Mondknotenachse jetzt in die Häuser 2 und 8. Der aufsteigende Mondknoten ist im zweiten Haus und das ist das Geldhaus. Habt ihr ja auch schon mitbekommen, da spreche ich ja oft davon. Und der persönliche Selbstwert. Für Krebsgeborene geht es also jetzt wirklich darum, haben sie die Mittel, die finanziellen Mittel, um ihre Herzenswünsche zu erfüllen und auch, was sie tun müssen, um ihren Selbstwert zu entwickeln.
Also es geht auch darum, ist der Selbstwert vom Geld abhängig oder kann ich andere Dinge reingeben, die meinem Selbstwert gut tun? Und es geht auch darum, weil ja der Absteigende jetzt hier im achten Haus der gemeinsamen Werte und des Ehepartners ist, geht es auch darum, sich nicht darauf zu verlassen, dass andere, der Partner oder die Familie euch versorgen, sondern es geht ja, Energie geht ja hierhin. Es geht darum, wie ihr das selber hinbekommen könnt, wie ihr euch auch in gewisser Weise unabhängig machen könnt, zumindest wenn es um die Mittel geht, die nötig sind, damit ihr eure Herzenswünsche erfüllen könnt. Genau, und wir machen weiter mit den Löwegeborenen. Ja, für die Löwen ist das natürlich genial. Eine Astrolehrerin von mir hat mal gesagt, wenn der Mondknoten ins eigene Zeichen geht, dann ist das wie wenn ein Garten nach einer langen Durststrecke mit warmem Regen getränkt wird. Also für die Löwen entsteht so ein Gefühl, wieder nach Hause zu kommen. Vielleicht haben viele Löwen in den letzten Jahren so ein bisschen den Anschluss an sich selbst und an ihr eigenes Herz verloren. Sollte das der Fall sein, habt ihr jetzt allen Grund, euch zu freuen. Ihr werdet zu euch selbst finden. Ihr seid natürlich gefragt, weil ihr diese Energie, um die es jetzt geht, auch verkörpert. Dieses Mitreißende, das Herzliche, gute Führungspersönlichkeiten. Es kann auch sehr gut bedeuten, dass für euch jetzt Führungsaufgaben anstehen, je nachdem, wo ihr in der Karriere steht. Löwen, die sich eine Familie wünschen, die können jetzt Kinder kriegen, ne, weil das Thema Kinder, fünftes Haus im Löwen natürlich auch drinsteckt. Also es geht jetzt wirklich darum, dass ihr wieder zu euch selbst findet und euer Herz öffnet für euch selbst, für die Aufgaben, die anstehen und eben auch dafür, wie ihr anderen Menschen damit dienen könnt, wie ihr andere damit mitreißen könnt. Der absteigende Mondknoten steht für euch im Partnerhaus. Das heißt, natürlich ist die ganze Achse Partnerschaft auch sehr betont, aber es geht tatsächlich darum, dass ihr jetzt hier die Führung übernehmt. Also vielleicht diejenigen Löwen, die in der Partnerschaft sind, sollten jetzt auch ruhig das Selbstbewusstsein entwickeln, mal zu sagen, wo es lang geht oder sich einfach einzubringen mit guten Ideen und den Partner mitzureißen. Genau, also ihr blüht jetzt auf. Ach ja, und dann ist es auch so, diejenigen, die den Mondknoten in ihrem Zeichen haben, die haben oft wie so Seelenpartner auf der Stirn stehen. Also wundert euch nicht, wenn andere auf euch zukommen und euch verzückt angucken und sagen, du bist es, ich habe auf dich gewartet, du bist mein Seelenpartner. Das kann jetzt den Löwegeborenen natürlich auch passieren. Und es geht um eure Entwicklung und Selbstverwirklichung. Genau, die Jungfrauen, die sind ja jetzt durch, die haben den Mondknoten in ihrem eigenen Zeichen jetzt gehabt und für die steht jetzt der nächste Entwicklungsschritt an. Und für die Jungfrau Geborenen und Jungfrau Aszendenten auch geht der Mondknoten dann jetzt ins 12. Haus. Das ist natürlich toll für alle Jungfrauen, davon gibt es ja viele, die im spirituellen Bereich tätig sind, die helfend und heilend tätig sind. Denn genau dahin geht jetzt die Energie in eure spirituelle Arbeit, vielleicht auch da rein, verstärkt Kontakt auch mit der geistigen Welt aufzunehmen. Denn denkt dran, der Mondknoten verbindet euch ja auch. Und hier beim 12. Haus kann es eben wirklich sein, dass er euch mit Kräften aus der geistigen Welt verbindet, wenn ihr da einen Draht zu habt. Kann auch sein, dass ihr mehr denn je helfend eingespannt werdet. Aber was auch wichtig ist, da der absteigende Mondknoten ja im 6. Haus steht, also im Haus der täglichen Routine und Notwendigkeiten, geht es für euch auch darum, eine Balance zu finden zwischen eben eurer Arbeit, eurer Gesundheitsroutine und eurem Bedürfnis, euch zurückzuziehen, 12. Haus auch Haus des Rückzugs, und euren spirituellen Bedürfnissen nachzugehen. Also da solltet ihr eben eine Balance finden. Und das heißt eben, dass ihr euch auch gelegentlich mal zurückzieht und nicht ständig springt, wenn andere nach euch pfeifen. Das ist nämlich auch wichtig. Genau. Und weiter geht's. Kommen wir zum Zeichen Waage. Für die Waage Geborenen geht der nördliche Mondknoten ins 11. Haus. 11. Haus der Freundschaften. Und kommt ja dann im Wassermann, ist das Haus der Liebhaber, der Lover und der Kreativität. Und vielleicht beginnt jetzt für Waagegeborene eine Zeit, wo sie Freundschaften und freundschaftliche Verbindungen immer mehr höher schätzen und wo das immer wichtiger wird in ihrem Leben. Es kann auch sein, dass sich eine Liebe oder ein Lover jetzt in eine Freundschaft verwandelt. Ja, dass also vielleicht die Verliebtheit nicht mehr so da ist, dass man das aber in eine Freundschaft umwandelt. Und hier der Bereich 11. Haus ist ja auch der Bereich, wo man soziale Unterstützung und Förderung erfährt.
Also das heißt, entweder ihr bekommt verstärkt Unterstützung oder aber ihr könnt selber so eine Art Mentorprogramm vielleicht anfangen. Das ist auch eine tolle Konstellation, um sich als Mentor für andere einzusetzen. Also eine Gelegenheit zurückzugeben, was andere euch vielleicht auf eurem Weg gegeben haben. Und jetzt, wo ihr selber gut dasteht, könnt ihr euch vielleicht jemanden aussuchen, den ihr unterstützen wollt. Und wir schauen fürs Zeichen Skorpion. Und für die Skorpione wandert der nördliche Mondknoten ins 10. Haus der Karriere. Das heißt, für euch beginnt eine Zeit, in der die Karriere sehr stark in den Fokus rückt und ihr auch mehr Anerkennung bekommt. Und ihr könnt jetzt auch wichtige Leute kennenlernen, die euch eben auf eurem Karriereweg weiterhelfen und beruflich voranbringen. Es wird aber auch sehr wichtig, da es ja um die Herzöffnung geht, euer Herz dafür zu öffnen oder euch zu fragen, ob ihr da auch auf dem richtigen Weg seid, ob ihr einen Job macht, ob ihr eine Karriere macht, die mit eurem Herzensweg übereinstimmt. Also solche Situationen könnten sich jetzt auch ergeben, wo ihr euch solche Fragen stellt. Es geht eben darum, dass ihr mit dem Herzen bei der Sache seid und es geht auch darum, wofür ihr in der Gesellschaft bekannt sein wollt. Ihr seid am erfolgreichsten und glücklichsten, wenn es euch gelingt, auf dem Weg der Karriere auch eurem Herzen zu folgen. Genau. Und weiter geht es mit den Schützen. Für die Schützen ist es natürlich genial, denn der nördliche Mondknoten steht nun im 9. Haus und das 9. Haus wird ja mit dem Schützezeichen assoziiert. Das heißt, die Energie geht in eine Richtung, die euch sowieso liegt, die sowieso eurem Wesen entspricht, nämlich Fernweh, höhere Bildung, den Horizont erweitern, Neuland sich erschließen. Und insofern denke ich, dass ihr da auf einen sehr, sehr guten Weg kommen werdet. Und ja, dass ihr auch vielleicht so ein Gefühl davon sogar haben werdet, nach Hause zu kommen und wieder mehr ihr selbst zu sein. Also fragt euer Herz, wohin die Reise gehen soll und auch, was ihr von diesem schönen Planeten noch sehen und lernen wollt. Euer Fernweh und eure Lust auf Erfahrungen im Ausland und durch weite Reisen werden noch weiter steigern. Und eventuell geht es eben auch darum, mit der Balance hier im 3. Haus zu schauen, dass man sich nicht zu viel durch Alltagsdetails davon abhalten lässt, eben auch in die Ferne zu schweifen. Und das nächste Zeichen wäre der Steinbock. Beim Steinbock aktiviert die Mondknotenachse die Geld- und Werteachse. Und für den Steinbock geht es hier um gemeinsame Werte im 8. Haus. Das 8. Haus ist sehr vielschichtig, das deckt viele Bereiche ab, also erstmal die gemeinsamen Werte, ist auch eine gute Konstellation für Steinböcke, die heiraten möchten, denn es ist auch das Haus der Ehe und wo man eben eine Verpflichtung auch für gemeinsame Werte eingeht. Und es geht für euch tatsächlich darum, nicht so sehr drauf zu gehen, was für euch selber wichtig ist oder euren persönlichen Selbstwert oder eure persönlichen Mittel, sondern es geht darum, wie ihr eure persönlichen Mittel in einer Gemeinschaft einbringen könnt. Sei es eben mit dem festen Partner oder vielleicht auch mit einer Gruppe von Investoren in interessante Geschäfte investieren. Das wäre eine Ebene. Die andere Ebene des 8. Hauses ist ja auch das tiefe sich einlassen, also auch sexuell gesehen, dass man da Fortschritte macht mit einem festen Partner, in dem die Intimität tiefer wird, weil man sich mehr aufeinander verlassen kann und einlassen kann. Das ist eventuell auch ein sehr wichtiges Thema für euch. Vor allen Dingen, weil ja jetzt der Pluto, der Regent des 8. Hauses und des Skorpions, auch in eurem Zeichen steht. Und dann gibt es noch eine Ebene, die ich auch erwähnen möchte. Das 8. Haus ist auch das Haus der Schulden. Also für viele Steinböcke geht es jetzt auch darum, Schulden zu begleichen und sich von alten Schulden zu lösen und eventuell auch eine Situation, die mit Schulden oder Schuldnern zu tun hat, loszulassen, hinter sich zurückzulassen, indem man sich eben überlegt, behindert mich das eigentlich auf meinem Seelenweg? Brauche ich das überhaupt noch? Es geht eben auch manchmal darum zu überlegen, muss ich das alles eigentlich haben? Muss ich dafür Schulden eingehen oder eben eventuell da ein bisschen zu entrümpeln. Das ist also eine recht komplexe Position für euch Steinböcke. Ja, und die Wassermanngeborenen, für die ist das natürlich genial, denn der aufsteigende Mondknoten steht im Partnerhaus. Das ist eine super schöne Konstellation, falls nicht schon geschehen. Viele von euch haben ja jetzt auch schon jemanden gefunden mit Jupiter in der Waage. Das war ja auch schon super für die Wassermanngeborenen, aber diejenigen, die noch nicht jemanden gefunden haben, haben jetzt in den nächsten anderthalb Jahren ganz tolle Chancen, einen Seelenpartner zu treffen und sich in Richtung Partnerschaft zu entwickeln. Für euch geht die Balance tatsächlich auch dahin,
Da sich der absteigende Mondknoten in eurem Zeichen befindet, müsst ihr vielleicht auch euch von manchen eurer Freiheitsbedürfnisse und auch eurer Theorien so ein bisschen verabschieden bzw. bereit sein, die mehr in Richtung Partnerschaft einzubringen. Ich weiß, dass viele Wassergeborene auch recht eigensinnig sind. Und es geht hier für euch tatsächlich darum, auch dem Partner mal die Führung zu überlassen. Ne? Löwe, Sonnenfinsternis, also Mondknoten im Löwen, da muss man auch mal sagen können, okay, Schatz, ich mache jetzt mal das, was du vorschlägst. Also darum geht es. Es geht tatsächlich für euch darum, das Herz in Richtung Partnerschaft zu öffnen. Und diejenigen, die schon in der Partnerschaft sind, die werden eben auch spüren, so die Herausforderung spüren, auch mal von sich abzusehen und den Wünschen des Partners zu folgen. Aber das ist dann auch zu eurem Besten. Das könnt ihr mir glauben. Übrigens, wenn die Sonne dann hier drüber läuft, beziehungsweise wenn der absteigende Mondknoten über eure Sonne läuft, ist das auch eine gute Gelegenheit, sich nochmal mit der eigenen Vergangenheit zu verbinden. Das heißt, vielleicht entdeckt ihr jetzt auch lang gehegte Wünsche, die ihr immer zurückgestellt habt oder Projekte. Und daran wird euch die Konstellation nochmal erinnern und vielleicht bekommt ihr eine Gelegenheit, das jetzt dann in Angriff zu nehmen. Schließlich noch die Fischegeborenen. Für die war ja der Mondknoten die letzten anderthalb Jahre im Partnerhaus. Viele Fischegeborene haben sich auch wirklich verliebt und sehr schöne Erlebnisse gehabt mit neuen Menschen, die in ihr Leben getreten sind. Und jetzt geht der Mondknoten hier ins sechste Haus. Das gilt ja als nicht so spektakulär, weil es das Haus der Lebensnotwendigkeiten ist. Aber für viele verträumte und verpeilte Fische, die jetzt eben durch den Neptun in ihrem eigenen Zeichen nochmal besonders verpeilt und verträumt sind, ist das vielleicht sehr wichtig. Denn es geht tatsächlich auch darum, dass ihr für euch selbst sorgt, dass ihr schaut, vielleicht geht da eine neue Energie in eure tägliche Routine. Achtet doch mal drauf, was ihr da vielleicht ändern könnt. Ist es gut für eine Ernährungsumstellung? Ist es gut, wenn ihr euch überlegt, Mensch, ich mache jetzt was in meinem Leben anders, damit ich gesünder lebe? Das sind alles so Themen, die in den nächsten anderthalb Jahren für euch wichtig werden. Sorgt für euch. Und der absteigende Mondknoten eben in eurem 12. Haus sagt auch ganz klar, ihr seid spirituell, das ist sowieso in euch, das könnt ihr, das wisst ihr. Es geht jetzt für euch darum, euch mehr im Hier und Jetzt und im Alltag zu verankern. Ne? Und das ist jetzt wirklich auch, passt jetzt auch zu den aktuellen Konstellationen, weil ja der Neptun in den Zeichen Fische steht und deswegen für viele Fische nochmal diese Durchlässigkeit verstärkt. Und der Mondknoten sagt euch eben jetzt, ja, alles schön und gut, aber ihr müsst auch einen guten Anker im Hier und Jetzt haben. Und deswegen kann das für euch eine sehr gute Phase werden, wo ihr lernt, für euch zu sorgen. Damit wären wir durch mit der Reise des Mondknotens durch den Tierkreis. Und dann wisst ihr schon so ein bisschen für die nächsten anderthalb Jahre, wo die Reise hingeht. Nochmal der Hinweis für euch im individuellen Horoskop. Kann das natürlich jeweils noch ein bisschen anders aussehen, obwohl diese allgemeine Ebene schon auch wirksam ist. Für jeden Fisch, für jeden Löwen, für jeden Wassermann. Aber dann gibt es eben noch die individuelle Ebene. Und da ist ja besonders wichtig, wenn der Mondknoten über eine Hauptachse läuft. Ja, also zum Beispiel über euren Aszendenten, über euer IC, das ist die Achse hier unten am vierten Haus. Das bringt dann tatsächlich die Begegnung mit wichtigen Leuten und Seelenpartnern und zeigt euch auch, wo ihr im Lebenszyklus steht. Und das kann man natürlich wirklich nur feststellen, wenn man ins individuelle eigene Horoskop schaut. Und da könnt ihr mich natürlich herzlich gerne konsultieren für eine Beratung. Oder mein Tipp wäre auch, dass ihr euch einfach mal in meinem nächsten Webinar Antonias Sterne anmeldet. Da kann ja jeder Horoskop, also jeder Teilnehmer eine Frage zum eigenen Horoskop stellen. Und dann könnt ihr mich da ja fragen, wo steht denn eigentlich mein Mondknoten jetzt? Und könnt darüber auch schon ein bisschen Aufschluss gewinnen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns hier bald wieder auf meinem YouTube-Kanal.